Abzocke beim Schlüssel-Notdienst. Allerdings gibt es auch super faire Türöffner mit Festpreisen, so wie Karl Jörrissen. Und der hat es wirklich sehr schwer, denn er wird offenbar von Kollegen erpresst. Was dahinter steckt, wir haben die Verantwortlichen mal zur Rede gestellt. Ist er einer der ehrlichsten Türöffner Deutschlands? Wir begleiten Karl Jörrissen bei der Arbeit. Oh, mit Sicherheitsbeschlag. Ich werde Ihnen jetzt erstmal die Türe aufmachen. Danke. Ja, und Sie nicht länger auf die Folter spannen. Okay, bitteschön. Danke, das ging jetzt schnell, super. Der Kunde kann es kaum fassen. Karl öffnet die Türen so schnell, dass wir nochmal zurückspulen müssen. Bei anderen Schlüsseldiensten wären jetzt 120 Euro fällig, bei Karl 50 Euro Festpreis. Tages- und Nachtzeit egal. Warum nimmt er weniger? Für mich ist das schon, was ich hier mache, schon fast Abzocke. Es ist so, dass ich ungefähr, ich sag mal, 3 Euro an Spritkostenausgaben habe. Dann habe ich noch 9,70 Euro ungefähr an Steuern. Der Rest ist reiner Verdienst. Wenn ich das jetzt ausrechne, auf, ich sag mal, 4 Sekunden ungefähr, habe ich im Durchschnitt circa 40 Euro verdient. Mit diesen Preisen ist er bei Kunden gerne gesehen. Doch auch die Konkurrenz wird schnell auf ihn aufmerksam. 4 Monate nach Eröffnung lädt sich ein Branchenkollege zum Gespräch ein. Mit Nachdruck möchte er Karl zu höheren Preisen bewegen. Ich sollte bei den Leuten nicht mehr eine saubere Türöffnung durchführen, sondern die Türöffnung, so wie er es mir halt eben vorschreibt. Ich würde mehr verdienen, würde dadurch aber von ihm dann Aufträge kriegen. Und das wollte ich nicht, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann sagt er, ja, du wirst keine Aufträge mehr kriegen, man wird dich nicht mehr finden. Als seine Aufträge einbrechen, überprüft Karl seinen Account bei einer Suchmaschine. Und tatsächlich, er wurde gesperrt und so unsichtbar für Neukunden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Schlüsseldienstexperte Uwe Saarfeld ist zertifizierter Sachverständiger und Handwerksmeister. Er ist seit 20 Jahren im Notdienst und kennt alle Tricks. Diese Schlüsseldienstbranche, vor allen Dingen die Notdienstbranche, die ist natürlich sehr umkämpft, ist die. Und da wird auch schnell schon mal zu unseriösen Mitteln gegriffen. Verbraucher, Endverbraucher, wenn der einen Schlüsseldienst sucht zum Beispiel, der kann nicht unterscheiden, bin ich jetzt bei einem ortsansässigen Schlüsseldienst gelandet oder in irgendeine Zentrale irgendwo in Deutschland. Wir machen den Test, suchen einen Schlüsseldienst in direkter Umgebung. Gleich 3 Filialen derselben Firma werden uns angezeigt. Aber am ersten Standort finden wir statt Schlüsseldienst nur ein Baugrundstück. Bei der zweiten Adresse hängt lediglich ein Werbeschild, sonst nichts. Der ist hier nicht gemeldet, der hat nur eine Werbefläche gemietet. Sein Laden ist hier nicht. Die dritte Adresse einige Straßen weiter. Ein Wohngebiet und kein Firmenschild oder Schlüsseldienst. Was aber hat eine Firma von falschen Standortangaben? Damit der Kunde irritiert ist, damit der Kunde meint, da ist eine Adresse. Die ist in der Nähe, Straße nebenan oder was? Ja, da rufe ich doch jetzt an. Dann habe ich geringe Anfahrtkosten. Der Monteur ist schnell vor Ort. Und so wird die lokale Konkurrenz ausgehebelt. Wir finden das tatsächliche Büro und fragen den Inhaber nach den Adressen. Das ist meine Privatwohnung und das andere ist ein Bürolager, was gerade aufgebaut wird, für den Notdienst. Und bei der dritten Adresse ist eigentlich nichts mehr. Insgesamt habe ich 3 Büros. Seltsam, laut Internet sind es mindestens 8. In kleinen Orten haben es die ansässigen Unternehmer wie Karl somit schwer, wenn Firmen aus Großstädten Kunden abgreifen. Aktuell muss er auch noch ohne Internet-Eintrag um Aufträge kämpfen. Sind doch genug Aufträge da. Warum arbeitet man nicht zusammen? Ja, warum sieht man nicht den Menschen an der Türe als Menschen an und nicht als Geldobjekt? Karls Tipp, vorsorgen. Eine Notfallnummer des Schlüsseldienstes Ihres Vertrauens immer dabei haben. Damit der dann seriös und preiswert hilft, wenn man sich selbst mal ausgesperrt hat.